Hallo Mina und willkommen auf Unicorn TV. Hi, ich bin Zorro und habe natürlich Bonnie dabei. Heyho! Und in unserem heutigen Off-Topic-Video geht es um unsere Lieblingsspiele. Wir haben jetzt keine Top-Liste oder so gemacht, sondern reden einfach mal so ein bisschen drumrum, welche Spiele wir so total gefeiert haben und ja. Also ich bin ja so ein totaler Retro-RPG-Fan und ich fange mal mit meinem ersten Spiel an und zwar Final Fantasy VII. Ich habe damals, ich war da glaube ich 11, habe ich zum ersten Mal angefangen, Final Fantasy VII zu spielen. Das war auf der PlayStation 1. Nee, was für 11, ich war da 9. Und habe das damals zum ersten Mal gespielt und ich habe das Spiel so gefeiert. Das war nicht normal. Die ganzen Charaktere. Am Anfang, ich habe für jede Ebene zum Teil 3, 4 Wochen gebraucht, weil ich war dann so ein kleines dummes Kind, bin nie weitergekommen. Aber das war einfach so total episch. Einfach die Charaktere, die Kämpfe, das Kampfsystem. Dann ein paar Jahre später kam für die PSP Final Fantasy VII Crisis Core. Das war die Geschichte 7 Jahre vor Final Fantasy. Ich habe meine Mutter angebettelt, dass sie mir damals die PSP holt, damit ich mir dieses Spiel holen kann. Das hat sie dann. Dann habe ich dieses Spiel gespielt und dann war halt Zack da, also der Hauptcharakter von dem Spiel. Ich habe jetzt hier ein riesiges Wallscroll von ihm hängen, weil ich ihn einfach vergöttere. Er ist einfach mein absoluter Lieblingscharakter von allem. Und ja, und dann noch ein paar Jahre später kam Final Fantasy Dirge of Zebrus raus. Auch ein Nebenteil von Final Fantasy VII für die PlayStation 2. Den habe ich gespielt und das war auch so episch. Und ich glaube, ich habe jetzt jeden Teil insgesamt zwischen 5 und 13 Mal durchgespielt. Und dieses Spiel, ich vergöttere es einfach. Und jeder, der es gespielt hat oder nur den Film mal dazu gesehen hat, kann das bestimmt nachvollziehen. Ich kenne wirklich keinen, der es gespielt hat und das irgendwie hatet oder so. Ich kann es einfach an jeden empfehlen, der jetzt nicht vollen Wert auf Grafik und Qualität gibt, sondern eher auf Story, Kämpfen und Charaktere. Also ihr wisst, sobald das neue Final Fantasy rauskommt, werden wir von Zorro erstmal gar nichts mehr hören. Final Fantasy hat die Teile nichts viel miteinander zu tun. Jeder Teil hat eine ganz andere Story. Aber Ja ich gut, habe ich gehe mega stark davon aus, Erwartungen. dass du das trotzdem suchten wirst. Natürlich. Ich habe so viele Erwartungen an Final Fantasy 15, weil ich jetzt 7 Jahre drauf warte. Ja, dann mache ich gerade mal so weiter. Bei mir ist die Sache, ich zock eigentlich an sich noch gar nicht so lange. Lass mich mal rechnen. 2, 3 Jahre? 3, eher 3. Und ich bin auch eigentlich ein totaler RPG-Fan. Ja, also Rollenspiele und auf jeden Fall MMORPGs. Ja, MMORPGs. So eine Sache. Ich habe schon einige Korea-Games gespielt, also darunter war Terra und Arch Age. Fand ich beides ganz geil, aber wie es halt bei vielen kostenlosen MMORPGs einfach ist, hat man da einfach kein Endcount und es macht eine Zeit lang Spaß, Leveln macht Spaß, aber zum Schluss sitzt du dann da, hast den Endcount innerhalb von einer Woche durch und was machst du dann, ja? Dann habe ich auch, also mein allererstes MMORPG war Guild Wars 2. So könnt ihr euch jetzt ausrechnen, wann ich angefangen habe zu zocken. Habe ich natürlich dementsprechend auch gefeiert. Das war das erste Spiel, was ich so wirklich gezockt habe. Dann hatten wir eine Mega-Gilde, wo wir immer sehr viel Spaß hatten. War jedoch von dem PvP-System total abgeturnt. Also dieses World versus World ist nicht so meins. Ich bin eher ein BG-Fan, was ich ja auch schließlich bei Terra dann kennengelernt habe und feiere das bis heute total. Schließlich habe ich als dann, irgendwann habe ich dann mal Skyrim gezockt, ja, normales RPG und habe mir gedacht, okay, das war so mega geil, jetzt musst du dir auch die Elder Scrolls Online mal antun. Hab's mir auch zum Release dann gleich geholt und da muss ich sagen, uff. Harte Nuss, ne? Wenn du nicht zum Release angefangen hast, war es erstmal verdammt schwer zu leveln, da allein durch die Gebiete sich durchzukämpfen. Und wie gesagt, ich habe zum Release angefangen, aber trotzdem, dann warst du dann Max Leveln und dann haben sie nochmal so weitere Stufen eingefügt und es hat so lang gedauert, bis du wirklich auf der obersten Stufe warst, dass ich irgendwann keine Lust mehr hatte, weil du musst alles nur grinden und grinden und grinden und das hat irgendwann einfach keinen Spaß gemacht. Mittlerweile bin ich auf den Trichter, wenn ich ein MMORPG zocke, dann richtig. Dementsprechend zocke ich gerne ab und an mal ein WoW. Ich bin absoluter PvP-Fan, wie gesagt. Ja, Arena, BG, wie auch immer.
Ja, das ist so mein Ding, ne? Ja, Zorro, mach du mal weiter. Ja, genau. Also ein weiteres Retro-RPG, also auch für die PS1 damals. Ich habe es mir damals auf dem Flohmarkt für 5 Euro gekauft, und zwar Legend of Dragoon. Ja, Dragoon, nicht Dragon. Ich bin nicht dumm. Das heißt wirklich so. Dazu sage ich jetzt gleich, ich habe es damals für 5 Euro geholt. Ich habe es immer noch. Das ist heute jetzt ein Sammlerstück. Wenn man das noch original verpackt hat, kostet das jetzt 300 Euro, wenn man sich das holen will. Aber ja, dieses Spiel, das hat 4 CDs. Es geht ganz grob darum, man ist am Anfang einfach der Hauptcharakter, ganz normal. Man reist durch die Welt, kommt dann wieder in seinen Heimatort zurück. Er findet seinen Heimatort total zerstört wieder da. Und das Mädchen, mit dem er aufgewachsen ist, wurde entführt. Dann geht er natürlich dorthin, wo die entführt wird, will die retten, trifft dort einen anderen Krieger und rettet dann das Mädchen zusammen. Dann kämpfen alle drei zusammen. Dann reist man weiter in die nächste Stadt, ins nächste Land. Man kriegt neue Superkräfte, neue Waffen, immer mehr Charaktere kommen dazu. Halt so ein übliches, damals RPG-mäßiges Spiel. Man reist sich die Welt, es kommen immer wieder neue Charaktere dazu. Und ja, es ist einfach auf 4 CDs verteilt. Man hat da locker 80, 90 Spielstunden nur für die Story, wenn man es durchspielen will. Ohne zu trainieren, leveln und alles. Und es ist einfach so episch, weil es war einfach mal was ganz Neues. Das Kampfsystem war zwar so ein übliches Wechselsystem, also einmal bist du dran, dann wieder der andere, dann wieder du. Aber beim Kämpfen, man hatte irgendwie was Neues. Man musste halt manche Tastenkombinationen plötzlich drücken, um ganz andere Attacken zu machen und so. Und das während dem Wechselsystem. Es ging nicht um Schnelligkeit oder so. Und ja, dann gab es verschiedene Arten von Magien. Und das Coolste war ja, man hat diese Dragoon Spirits bekommen. Das waren sozusagen die Seelen von Drachen. Und dann konnte man sich selber in so einen Dragoon, man hatte dann so eine Drachenrüstung einfach. Das Spiel war einfach so episch, das kann man nicht beschreiben. Ich habe es jetzt 19, also bin gerade am 20. Mal, das durchzuspielen. Und ich kann es einfach wirklich auch wieder jedem empfehlen, der so ein Final Fantasy oder ähnliches Fan ist. Ja, auch ich habe einige RPGs gespielt. Jetzt keine Retro-Sachen. Wie gesagt, ich spiele, ich zocke noch nicht allzu lang. Aber ich habe eindeutig zwei Top-Lieblingsspiele. Wenn man weiß, ja, wenn man dann immer so in MMO-RPGs den Heiler spielt, ist man froh, wenn man RPGs dann mal, ne, so einen auf Bogenschütze oder Schurke machen kann. Und ja, mein zweites Lieblingsspiel ist eindeutig Witcher. Witcher muss man dazu sagen, es war auch, der erste Teil war auch mein erstes RPG, das ich gespielt habe. Nee, Quark, Skyrim habe ich davor mal angetestet. Habe ich aber danach erst weitergespielt. Und ja, diese ganze Geralt von Riva Story, ich fand das einfach alles so mega gut. Ich bin so ein typischer History-Fan, ja, und dieses ganze Hexengedöns da und ja, das Kampfsystem ist eigentlich total easy bei Witcher, ja, und aber die Story, die hat mich einfach so festgenagelt und ich wollte unbedingt weiterspielen. Ich habe den ersten Teil zweimal hintereinander durchgespielt, innerhalb von 3 Wochen und danach gleich den zweiten durchgeballt nochmal in einer Woche. Ich weiß ja, ich habe es so gefeiert und dann war da, oh Gott, jetzt musst du voll lang auf den dritten Teil warten. Dann war ich dann letztes Jahr auf der Gamescom und oh ja, kannst du Witcher 3 angucken und saß da, oh toll, 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 toll. Und saß da in den kleinen Raum, wo die uns das schön vorgeführt haben. Und ich weiß, ich habe es einfach so gefeiert und jetzt ist das Spiel immer noch nicht draußen. Wir warten jetzt schon so lange auf dieses Spiel und ha, ich habe es schon vorbestellt und ha, aber bald kommt's und dann bin ich erlöst. Okay, dann komme ich mal so zu meiner letzten, zum letzten Spiel bzw. Spielreihe. Und zwar, das kennen bestimmt viele von euch, und zwar Kingdom Hearts. Das sind ja Square Enix x Disney. Das sind halt die Charaktere aus Kingdom Hearts an sich. Dann gibt es noch die ganzen Charaktere, also viele aus Final Fantasy. Und dazu kommen noch Charaktere aus Disney. Also wirklich, da sind Mickey Mouse, Goofy, der Schöne und das Biest, Cinderella. Die ganzen, und da denkt man sich, also ich habe es damals gesehen beim ersten Teil, so das Cover, so dachte ich mir so, okay, wieso sind da jetzt Disney-Charaktere drauf? Und dann habe ich das angefangen halt zu spielen und es war so episch. Das hat nicht wirklich irgendwas mit Disney zu tun, die sind einfach da und man braucht die. Aber das Spiel, das hat einfach ein mega Kampfsystem, eine mega Story, die Charaktere an sich sind mega cool. Und es ist dann einfach so episch, wenn man dann plötzlich läuft, so von der Kindheit her, und dann sieht man plötzlich, okay, Goofy begleitet dich, Donald Duck begleitet dich, hier kannst du jetzt mal mit dem Beast kämpfen.
Da ist wirklich von der Reihe jedes Spiel geil, aber besonders mag ich von Kingdom Hearts jetzt Birth by Sleep und 2. Okay, ja, dann komme ich auch zu meinem aller Lieblingsgame und zwar Dragon Age. Ja, was will man zu Dragon Age groß sagen? Ich meine, das ist selbsterklärend. Ja, du hast mal angenommen, der erste Teil, du hast so geile Charaktere einfach, die sind so vielfältig, dann hast du so viele Möglichkeiten in dem Spiel, dann hast du so eine krasse Entscheidungsfreiheit, welchen Weg du einschlagen willst und möchtest du jetzt, ja, die nette, liebe Person sein und dieser wahre, epische Held oder bist du jetzt so der Böse, der auf alles scheißt, ja? Und du, ja, dann auch noch das Kampfsystem, das war wirklich mal, ich weiß nicht, das war einfach, du musst es wirklich mitdenken und oh Gott, und jetzt muss ich mein Charakter da positionieren und den anderen da und scheiße, jetzt brauche ich da einen Heal und dann wieder auf den anderen rumswitchen. Und ich weiß nicht, das hat mich einfach so alles geflasht und mitgenommen und dann die Story dahinter, was die da, was, also das ist unbeschreiblich, ja. Ich meine, man muss ja ehrlich sein, der zweite Teil war dann nicht ganz so gut. Obwohl ich sagen muss, ich verstehe den Shitstorm nicht ganz so extrem. Klar, der zweite Teil war lange nicht so gut wie der erste Teil, aber es war trotzdem okay. Ja, ich hatte trotzdem meinen Spaß. Ich fand auch hier die Charaktere okay. Und ja, natürlich habe ich mir dann auch letztes Jahr auf der Gamescom Dragon Age angeguckt und habe mich natürlich dann riesig gefreut, dass der dritte Teil rauskam. Und oh mein Gott, war das geil. Also ich war total geflasht. Ich weiß, da gehen die Meinungen auseinander, aber als du als Held da diese Burg da entdeckst, ja, und davor singen da diese ganzen Personen. Ich hatte Gänsehaus. Ich saß in meinem Wohnzimmer, an meinem PC, alles dunkel und hab diese Sequenz angeschaut. Ich hatte so extreme Gänsehaut und wow, war einfach nur geil. Ich fand auch im dritten Teil wieder die Charaktere mega, also wirklich, ha! Ich habe mir jetzt endlich auch den DLC gekauft, werde dem demnächst auch endlich mal durchzocken, kam leider im Moment noch nicht dazu, aber dann habe ich ja was, auf was ich mich freuen kann. Genau, das war's dann auch eigentlich schon so mit unseren Hauptspielen bzw. Spielreihen. Hat euch das Video gefallen? Dann schreibt es in die Kommentare. Was sind eure Lieblingsspiele? Sagt es uns auch. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. Und ja. Ja, auf unserer Endcard könnt ihr wie immer auf das letzte Off-Topic klicken oder sobald das nächste online ist, auf das nächste. Oben auf unser Banner kommt ihr auf unseren Kanal und könnt uns ein Abo hinterlassen, wenn ihr möchtet. Schaut doch auch mal in die Beschreibung, da haben wir die Links von unseren Partnern reingepackt. Einerseits unser Partnerforum All Blue World und unser Partnerkanal Epic Stream. Ja, das war's heute schon wieder von uns. Ich verabschiede mich. Ciao. Ciao.